Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Wir sind in den Hinterlanden angekommen, letzte Folge schon. Oder vorletzte? Ja, ich meine letzte. Haben schon ein bisschen rumgedümpelt und wollen uns aber jetzt mal endlich um die Quest kümmern. Und schauen mal, wo er uns hinschickt. Was ist das? Ein Haus, gut. Königliche Elfenwurzel. So. Gehen wir mal rein, Tag sagen, wenn jemand da ist. Ein Brief und Loot. Vorschlaghammer. Na, wer hat denn hier gewohnt? Brief in einem leeren Haus. Brütis, ich weiß, du bist mit den anderen Magiern entkommen und ich weiß, dass du hierher gekommen bist. Nee, hierher gekommen wirst. Vater hat dir gesagt, dass er dich bei einem Fehltritt deinerseits selbst zur Strecke bringen wird. Wenn du herkommst, weißt du, dass er tot ist, aber ich bin es nicht. Ich werde Abtrünnige töten und beim Haus vom alten Pfennig im Norden auf dich warten. Ich habe Vaters Schwert und meine wahren Brüder sind bei den Templern. Komm, wenn du Manns genug bist, Even. Interessante Lektüre. Das sollten wir uns vielleicht mal ansehen. Mhm, aber... Haben wir eigentlich eine Karte? Wenn wir M drücken... Okay, das ist das Gebiet, was wir bis jetzt freigeschaltet haben. Da müssen wir hin. Risse in den Randgebieten. In den Randgebieten und einer Straße nach Redcliffe wurden aktive Risse im Nichts gesichtet. Okay. Giselle müsste hier irgendwo sein. Was sind das jetzt für weiße Punkte hier? Achso, was waren die jetzt? Mutter Giselle sollte hier irgendwo sein. Habt ihr schon immer allein gelebt, Solus, als Abtrünniger in der Wildnis? Die meiste Zeit über schon. Ist das nicht unglaublich zermürbend? Andere Leute können ebenfalls zermürbend sein. Insbesondere Menschen. Das ist ein ausgezeichnetes Argument. Inquisitionstruppen! Sie versuchen, die Flüchtlinge zu beschützen. Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Wir sind keine Abtrünnigen. Ich fürchte, das interessiert Sie nicht, Sucherin. Okay. Okay. Ja, dann mal los hier. Was erwähle ich? Haltet euch bereit, da kommen noch mehr. Was? Ah!
wäre dann wohl geschafft. Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle? Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Nicht auf meinen Wunsch. Ihr seid nicht gegen die Magie. Bin ich deshalb hier? Mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Aber steht ihr nicht hinter dem Rest der Kirche? Ohne Göttliche müssen wir alle unserem Gewissen folgen. Und genau das tue ich. Geh zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr keine Dämonen seid, die sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht, würde ich es nicht vorschlagen. Werden sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Ich gehe also einfach zu ihnen, sage Hallo und zeige ihnen das Mal auf meiner Hand? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Okay. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Varric, du hast keine Beine mehr, was ist los? Na doch. Brief an die ehrwürdige Mutter Giselle. An die ehrwürdige Mutter Giselle, meine Freundin und treue Dienerin des Erbauers. Die obersten Klerikerinnen haben mir berichtet, dass ihr um weitere Hilfe für die Versorgung der Flüchtlinge ersucht habt, die sich um die Redcliffe einfinden. Ihr wisst, wie sehr ich eure Bemühungen zu schätzen weiß, aber es wäre dennoch hilfreich, wenn ihr zukünftig auf die Frage, wie viele Flüchtlinge wir durch die Bereitstellung weiterer Mittel helfen würden, mit einer Zahl antworten könntet. Anstatt mit der zwar lobenswerten, aber leider auch ziemlich ungenauen Antwort, so viele wie möglich. Es bricht mir das Herz, mit ansehen zu müssen, wie dieser Krieg im Land des Erbauers wütet, Giselle. Und ich wünschte, ihr wärt hier im Tempel der heiligen Asche bei mir. Eure Worte haben im Laufe der Jahre so viel zornige Seelen beruhigt, und an ihnen wird auf der Konklave kein Mangel herrschen. Dennoch bin ich froh, dass die Flüchtlinge euch haben, dass sie sich um sie kümmert. Zu viele in den Hallen der Macht haben unsere Gläubigen vergessen.
Lasst es mich deshalb bitte unverzüglich wissen, falls irgendjemand versuchen sollte, euch daran zuzudrängen, seinen Wünschen zu entsprechen. So der Erbauer will, wird dieser Krieg bald vorüber sein, Giselle. Gebt auch Acht und ihr seid euch meines Segens gewiss, im Dienste des Erbauers, göttliche Justinia. Okay, draußen scheint noch was zu sein. Naja, Hammer aufzulaufen. Schnellreise? Ah, Schnellreise geht. Jetzt kannst du wieder laufen. Wo laufe ich jetzt gerade eigentlich hin? Ich weiß nicht, ich will nur mal gucken. Ich hoffe, die Inquisition findet einen Weg, diesen Leuten zu helfen. Das ist Sinn und Zweck des Spiels. Unter Schutz der Inquisition. Ich weiß es nicht. Kann man nichts machen, okay. Freut mich, das zu hören. Plündern, plündern. Natürlich. Okay. Natürlich. Nein, das sagt man nicht. Ich sag ja nur, was ich gehört habe. Morgen noch mal rumfahren. Ihr da, könnt ihr meiner Frau helfen? Bitte, ich flehe euch an. Was stimmt nicht mit ihr? Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnenweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Jo, mach mal. Machen wir, mein Freund. Hier gehen wir gleich hin. Wir gucken erst noch mal hier. Ja, Sir. Habt ihr schon die Neuigkeiten gehört? Was war hier? Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Elfenwurz. Jill. Was ist los, Jill? Ich will keinen Ärger. Was ist das hier für ein Ort? Ein paar junge Kartenzeichner nannten die Gegend die Hinterlande. Aber genau dieser Ort hier? Er ist das absolute Nirgendwo. Nur ein paar Felder und jetzt noch ein Haufen Dämonen. Ich bin übrigens Giles. Ich muss mich wieder auf den Weg machen. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Okay. Es ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Diese Leute brauchen etwas zu essen? In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. So, hat er doch eine Quest abgegeben, okay. Ansichten eines Jägers über den Krieg. Diese Notizen sind in einer unbeholfenen Handschrift verfasst. Mutter Valerie hat gesagt, die Dinge, die ich gesehen habe, gehen nur aus meinem Kopf, wenn ich sie irgendwo anders hin tue. Sie hat gesagt, ich soll sie aufschreiben. Es ist lange her, dass ich Briefe geschrieben habe, aber ich werde es versuchen.
Ich habe Flüchtlinge in den Hügeln gesehen. Ich war dort, um zu jagen. Ich habe sie gesehen, aber nicht Hallo gesagt, weil ich auf einer Fährte war. Die Flüchtlinge waren auf dem Weg nach Redcliffe. Sie waren langsamer und gingen gebeugt wie alte Männer. Dann kamen Templer. Sie haben mit den Flüchtlingen gesprochen. Sie haben sie geschlagen. Die Flüchtlinge gaben ihnen Essen. Dann kamen Magier. Die Magier haben Feuer benutzt. Alle haben gebrannt. Ich war in einem Busch. Sie haben mich nicht gesehen. Ein paar Templer haben einige Magier getötet. Die anderen Magier sind weggerannt. Die Templer wollten sie verfolgen. Ein Flüchtling hat immer noch gebrannt. Er hat mir mit dem Arm nach einem Templer gegriffen. Der Templer hat sein Schwert benutzt. Er ging hoch und runter, immer hoch und runter. Schwarze Stücke waren zu sehen. Er ist geblieben, als die anderen Templer die Magier verfolgt haben. Er nahm den Leichen Sachen ab. Eine Leiche hatte sich bewegt. Sie hatte lange Haare und ein verbranntes Kleid. Der Templer hat angefangen, seine Rüstung auszuziehen und ich habe ihn erschossen. Ich ging zu der Dame. Sie machte leise Geräusche und ihre Augen sahen mich an. Dann ist sie gestorben. Ich will das nicht mehr in meinem Kopf haben. Bitte, Erbauer. Ich war immer gut. Ich will das nicht mehr im Kopf haben. Kommen wir hier hoch? Heiler Notizen bei Redcliffs Wegkreuzung. Die Elfenwurzen wären knapp. Morgen schicke ich das Mädchen mit einem Jungen aus dem Dorflauf los, um weitere zu sammeln. Die Kämpfe kommen näher. Redcliffe hat seine Tore geschlossen. Die Flüchtlinge bleiben jetzt an der Wegkreuzung. Haben Flüchtlinge behandelt. Krankheiten und Magiebeschwerden durch bedorbenes Essen. Brandwunden von magischen Angriffen. Eine ältere Frau hat die Knochenkrankheit. Sie musste vor Abtrünnigen aus ihrem Dorf fliehen, was die Schmerzen noch verschlimmerte. Weitere Flüchtlinge treffen ein. Elfwurzel und Spindelkraut werden knapp. Habe Schnittwunden, Prellungen und innere Blutung behandelt. 6 Patienten. 2 sind nun beim Erbauer. Einige Templer hielten sie für Abtrünnige und griffen sie an. Habe an der Wegkreuzung Patienten mit Frosthusten behandelt. Mein Brief nach Redcliffe mit der Bitte um Decken blieb unbeantwortet. Die Witwe Tane ist im Schlaf gestorben. Habe an der Wegkreuzung Patienten mit Hungerzittern behandelt. Weitere Flüchtlinge sind eingetroffen. Verbrennungen, Prellungen und schwere Blutungen. Sie waren in Kämpfen zwischen Abtrünnigen und Templern geraten, mussten einem Mädchen den Arm abnehmen, um es zu retten. Ohne Elfenwurzen wird es dennoch sterben, aber es ist zu gefährlich, danach zu suchen. Das Mädchen hat hohes Fieber. Neue Flüchtlinge sind eingetroffen, die unterwegs den brennenden Wagen eines Händlers gesehen haben. Die Beschreibung passt auf einen Walten, war auf dem Wagen vom alten Finn. Es gab keine Leichen, aber der Wagen war ausgeräubert. Es kommen keine weiteren Vorräte mehr durch. Ich lenke, das Mädchen kommt durch. Die letzten Elfenwurzeln sind aufgebraucht. Ich stelle Umschläge aus allem her, was ich finden kann. Habe den Flüchtlingen gesagt, sie sollen alles kochen, was sie essen oder trinken. Zu viele werden krank. Giselle kam vorbei und sagte, die Inquisition nahe mit Hilfe. Draußen wird gekämpft. Klingt nach Templern und Magier. Die Flüchtlinge wurden verstreut. Draußen ist jemand, der schreit. Ich muss helfen. Dieses Tagebuch gehörte dem alten Heiler, der an der Wegkreuzung von Redcliffe lebte. Man nimmt an, dass er bei den Kämpfen um Leben kam. Ja. So. Was ist hier? Nix. In dem Hütchen waren wir jetzt auch schon. Habt ihr den Trank? Achso, das war er. Hier ist noch irgendwas. Oder? Haben wir das schon gelesen? Brief aus einem Haus in Redcliffe. Vater, ich werde in die Berge gehen, um mich den Leuten da oben anzuschließen. Sie tun das Richtige, während der Rest der Welt im Chaos versinkt. Wir können die Felder ohnehin nicht mehr bestellen, nachdem Meister Dennett und seine Frau uns alle um unsere Sicherheitswillen fortgeschickt haben. Und ich kann nicht einfach hierbleiben und dabei zusehen, wie die Flüchtlinge vor unserer Tür verhungern. Mutter und du solltet mitkommen, Vater. Dort oben seid ihr sicher. Die Magier haben keinen Streit mit den Leuten in den Bergen und selbst die Templer lassen sie in Frieden. Außerhalb Redcliffs ist das der einzige Ort, an dem man vor diesem vom Erbauer verfluchten Krieg und den Dämonen, die aus dem Himmel strömen, sicher ist. Aber ihr werdet nicht mitkommen, oder? Ihr bleibt lieber auf unserem winzigen Stück Land, nur weil es uns gehört. Ganz wie ihr wollt. Es gehört nur so lange euch, bis euch diese Wahnsinnigen in ihrem Krieg mit hineinziehen. Anschließend seid ihr beide, Mutter und du, nur 2 weitere verkohlte Leichen in einem ausgebrannten Dorf. Ich werde nicht bleiben, um wie ein Narr dabei zuzusehen, wie ihr sterbt, Hindel. Harte Worte. Harte Worte.
So, da drüben haben wir jetzt, müssen wir doch eigentlich alles haben, ne? Was blinkt da denn jetzt? Ja, ihr wisst schon. Ist Banner? Damit können wir doch nichts machen. Kaufen, verkaufen. Das ist natürlich. Es ist gut, dass ich würde sagen, wir verkaufen erstmal alles. Verkaufen. Verkaufen. Das, was wir noch nicht anziehen können, lassen wir erstmal. Okay. Ne, hat sie die jetzt wieder angezogen? Wo steht denn hier Platz 22 von 60? Ne, wir verkaufen mal nicht. Ja. Was? Warum zeigt ihr uns diese Farm hier an? Ich verstehe das nicht. Können doch nichts machen hier. Da kannst du nichts machen. Keine Ahnung. Ja, genau. Okay, Kinders, dann würde ich auch sagen, so leid es mir tut. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sind ja bei 22 Minuten. Dann geht es in der nächsten Folge wieder ab in die Highlands hier. Und dann schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.